Hallo zusammen. Hallo. Wir sitzen jetzt hier auf Bali, genauer gesagt in Canggu. Mhm. Wir sind ein bisschen mit unseren Videos hinterher. Mhm. Mhm. Genau, habt ihr sicherlich schon festgestellt. Wir hinken ungefähr 2 Monate bzw. 1,5 Monate hinterher. Mhm. Deswegen machen wir. Wir schneiden das nicht. Lass. Mhm. Mhm. Genau. Nee, genau, deswegen machen wir das jetzt hier auf diese Weise. Wir wollen euch heute noch das Video aus Bangkok zeigen. Da haben wir eben einen Ausflug gemacht, Bangkok Lumpini Park und Chinatown. Da wir das nicht ganz abgeschlossen haben, machen wir das jetzt eben auf diese Art und Weise. Und da wünschen wir euch viel Spaß. Hallo Leute, willkommen auf World Safari. Wir haben heute ungefähr die Hälfte von unserem Bangkok-Aufenthalt. Wir werden jetzt heute mal einen Ausflug machen. Dieses Mal nicht mit Uber oder Taxi. Heute werden wir mal BTS nehmen. Heißt die öffentlichen Verkehrsmittel in Bangkok. Ziel ist erstmal Richtung Chinatown, Lumpini Park. Das schauen wir uns mal an. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir haben und wo es uns noch so überall hintreibt. Boot fahren wollen wir noch. Boot fahren wollen wir noch, genau. Die Linie will Boot fahren. Und wie gesagt, wir werden euch berichten, beziehungsweise kommt einfach mit und schauen wir mal, was wir so erleben heute. Hi, gut, wir sind jetzt hier angekommen in Lumpini Park. Hier könnt ihr sehen, ein bisschen Wasser, hier gibt es Spielplätze. Hier gehen die Locals her zum Joggen, zum Gymnastik machen. Hier kommt gleich eine vorbei. Achtung, genau. Ich glaube, die übt für einen 100 Meter Sprint. Genau, mitten in der Stadt. Einfach so eine kleine Grünoase. Wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um. Jetzt ist eh mittags. Die Linie ist auch ein bisschen müde. Wir schauen jetzt mal nach dem Spielplatz. Sollen sich noch ein bisschen auspowern. Und dann denke ich mal, dass wir uns hier ein bisschen niederlassen werden, irgendwo im Schatten. Und ja, auch ein kleines Picknick machen, beziehungsweise vielleicht kann die Leni auch ein Stündchen schlafen im Buggy. Das ist so die Hoffnung, die wir haben. Und dann geht's eh weiter. Also, kommt mal mit, schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Gut,
Hier haben wir den Spielplatz. Spielplatz für kleine Kinder. Leider ist er momentan mitten in der Sonne. Deswegen ist die Schaukel heiß, die Rutsche heiß, alles heiß. Oh ja, kleines Fitnessstudio mit dabei. Lini ist schon am Schaukeln. War jetzt ganz wichtig, dass wir für sie noch einen Spielplatz haben. Da hat sie die letzten Tage etwas drauf verzichten müssen. Da sind wir wieder. Wir waren jetzt im Lumpini Park. Da haben wir ein bisschen den Spielplatz erkundet, aber es war richtig heiß, weil wir natürlich zur Mittagszeit da waren. Die Leni schläft jetzt im Buggy. Wir sind jetzt währenddessen weitergefahren. Erstmal mit der BTS Richtung Fluss, weil wir vorhaben, da eine Fähre zu nehmen. Und mit der Fähre dann Richtung Chinatown. Das werden wir jetzt mal versuchen. Ausgang. Ticket rein, Ticket kommt nicht wieder. Schranke geht an. Mit Kinderwagen. Das war jetzt hier drüben durch. Bei den netten Damen. Und mit Rieke. So, wir sind jetzt hier an dem Central Pier. Hier gibt es sehr viele verschiedene Bootstouren, die angeboten werden. Wir müssen jetzt mal ein Ticket kaufen. Wir müssen uns erstmal orientieren, was wir haben wollen. Hier kann man Hoteltransfer, Touristentour und sonstiges alles buchen. Für uns ist aber eher interessant, Expressboat gibt es hier auch. Für uns ist allerdings eher interessant die Standardlinie nach Chinatown. Wir sind hier runter. Safa-Taxi. Und wir fahren jetzt Ratcha Wong Pier.
Jetzt habt ihr das Lumpini Park Video gesehen, auch mit Chinatown. Mhm. Und unser Fazit aus diesem Tag war, dass es wirklich ein sehr, sehr schöner Tag war. Allerdings haben wir ein paar Punkte, die wir jetzt anders machen würden. Also es war auch ein anstrengender Tag, muss man ganz klar sagen. Deswegen haben wir das Video auch da jetzt vor Ort nicht abgeschlossen, ja, weil wir wirklich nach Chinatown mit den Nerven am Ende waren. Völlig platt. Genau, unser Fazit daraus ist letztendlich, dass wir es auf jeden Fall Vormittag machen. Also wenn Chinatown, dann vormittags Chinatown, weil es einfach so unglaublich viel los war. Und wie ihr gesehen habt, bin ich mit dem Buggy wirklich schwer durchgekommen. Also wir würden es auch nicht mehr mit dem Buggy machen, sondern nur noch mit der Kraxe. Ja, also wir würden Bangkok Chinatown, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Mhm. Dem Ganzen geht man da nochmal eine Chance. Wir werden es eben, wie gesagt, andersrum machen. Vormittags Chinatown und dann, wenn man damit durch ist, etwas gestresst ist, dann werden wir dementsprechend uns irgendwo entspannen. Wie gesagt, der Lumpini Park ist da sehr angenehm und sehr geeignet dafür. Das ist letztendlich unser Fazit aus dem ganzen Video oder aus dem ganzen Tag. Wie gesagt, Punkt 1 mit Buggy absolut nicht zu empfehlen. Punkt 2 macht es auf jeden Fall Sinn. So früh wie möglich zu starten. Ich denke, es macht Sinn, so früh wie möglich dort aufzuschlagen. Wir waren auch in Old Chinatown, muss man ganz klar sagen. Heißt sehr kleine Gassen, alles sehr eng. Am Nachmittag wirklich mit Touristen vollgepresst. Ja. Und Punkt 3, danach irgendwo am Fluss oder im Lumpini Park zum Beispiel entspannen. Das, denke ich, ist die richtige Variante, da ranzugehen. Werden wir beim nächsten Mal, wenn wir in Bangkok sind, auch so machen. Und nimmt viel zu trinken mit. Es war super, super heiß. Genau, also es war an dem Tag war es auch, glaube ich, locker 38, 40 Grad. Ja. Entweder viel zum Trinken mitnehmen oder viel kaufen. Auf jeden Fall viel trinken, ja, ist ganz wichtig. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.